ey. Boah. Sieht so gut aus. Ja. Wie das Wetter heute. Sind schon drinne. Wie gesagt, es geht heute auf Aal. Vorerst mit Tauwurm, dann versuche ich gleich noch Granat zu besorgen. Wir fischen hier ganz normale Stillwassermontagen, also 6 Gramm Aalposen und die mit einem Spann von 60 bis 80 cm. Jetzt gerade, weil wir Höchststand haben und je nachdem, wo sich der Wasserstand dann befindet, müssen wir uns anpassen. Ja, JJ ist auch gerade im Aufbau. Nebenbei sind wir am Essen. Ich hau gleich erstmal noch ein Stück Dönerpizza rein und dann mache ich mich auf den Weg und versuche mal ein bisschen Granat zu erwischen. Ihr könnt euch jetzt erstmal einen Dampfer reinziehen. Petrimaus, wa? Ja, zunächst auf Wurm jetzt gebissen, weil wir noch keinen Granat haben. Aber was wollen wir mehr? Gerade angefangen. Na, da kann ich jetzt nicht ganz runter. Das musst du selber schaffen. Der ist noch zu klein. Definitiv Biss. Ja, hier ging gerade die Action los, Freunde. JJ gleich mit ihrem ersten Aal hier aus dem Emsdollerfluss. Glückwunsch dazu nochmal. Und bei mir gleich direkt darauf ein Biss, einen verloren. Und gleich darauf wieder ein Biss, auch verloren. Und der zweite davon war definitiv auch ein Aal. Also es hätte schon zwei Aale in so 10, 15 Minuten sein können. Ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schnitt dafür, dass es heute so windig ist hier am Deich. Temperaturen von 25 Grad, Windgeschwindigkeiten von 20 km/h, 15, 20 km/h würde ich sagen. Und ja, gerade Hochwasser. Du da wohl raus, Kollege? Da ist mein Wurm noch. Da hat er meinen Wurm. Ja? Pose ist weg. Oh. Bis. Nix, nicht mal einer, ist schon das 10. Mal. Oh, ist Krebs, glaube ich. Ist, glaube ich, Krebs. Kontrollier einfach. Ja. Das war auf jeden Fall ein Krebs, hab gesehen, wie er festhängt. Hat abgeschnitten, glaube ich. Nee, doch nicht. Ja, aber das ist Schlabbi. Ja, Freunde, man kann schon ganz gut erkennen, die Ebbe ist fast da. Wir hatten heute leider nicht allzu viel Zeit, aber dafür werden wir auf jeden Fall gleich nochmal an den Waldsee
oder an den kleinen See ausweichen und da nochmal probieren, ob da am Abend vielleicht nochmal ein Aal einsteigt oder ein dicker Karpfen. Wir werden es sehen. JJ nochmal ein bisschen gekriegt, genau eine Algenkante, so macht man's. Oh, schade. Krebs wahrscheinlich. Ja, das bleibt nicht aus. Also ein kleiner Tipp. Ja, Krebs, ne? Ja, wenn ihr hier auf jeden Fall am Deich angeln wollt, dann nehmt euch genug Köder mit, weil das geht wirklich im 5-Minuten-Takt, dass ihr eure Köder wechseln müsst, weil da ständig eine Krabbe dran hängt, ne? Ihr müsst immer das Glück haben, dass der Fisch schneller ist wie die Krabbe. Zerberstet sie! Pose hat sich hingestellt. Natürlich schnell abziehen. Wenn es abziehen würde, dann wäre es ein Aal. Ein wunderschöner Krebs. Oh, hallo. Das auch noch. Ja, das Wetter ist jetzt auf jeden Fall perfekt, aber das Wasser ist weg. Fast keine Aale da, dafür haben die Krebse ihre Brüder und Schwestern geholt und ihre Urgroßväter. Also die sind auf jeden Fall in Vielzahl hier vertreten heute. Ich würde gleich sagen, wir machen erstmal einen Stellenwechsel. Junge, der ist so in die Angel reingegangen. Ich sag, hau ihn an, das ist mindestens ein Aal, ne? Ja, ich weiß. Verschwindet er in sein Gefilde. Mhm. Ja, Freunde, Bisse ohne Ende, bisher leider immer nur Krebse. Stellt sich da bei mir wieder einer hin. Beißt. Setzen Aal, das ist natürlich kein, weiß ich nicht. Aber es sah erst so aus. Komm. Kontrolle. Ja, es ist einer. Es ist ein Aal. Oder es soll mal ein Aal werden, auf jeden Fall. Aber ja, Freunde, ihr seht schon, die Ebbe ist jetzt langsam eingetreten und jetzt wird es immer schwieriger, die Ruten rauszukriegen, auch ohne, dass sie dreckig werden und so. Ach ja, noch ein kleiner Tipp, wenn ihr im Salzwasser gefischt habt, immer die Rute zu Hause sauber machen und wir lösen den Aal jetzt eben schnell, wechseln den Squad, versuchen nochmal irgendwie einen Aal entweder im See zu fangen oder einen schönen Karpfen. So, auch der kleine Schlängler hier ist noch viel zu klein. Kann ich jetzt auch nicht ins Wasser bringen. Obwohl, nee, der fliegt. Fliegender Aal. Weg ist er. Freunde, 19.14 Uhr, die Ebbe ist da. Wir wollen jetzt noch zum Schluss versuchen, schön Karpfen zu überlisten. Es wird eingepackt. Wir sehen uns gleich im See. Denn der gibt mir Energie wie Dextro Energie. Oh, geil. Eiskalt. Ja. Zack. Zack. Oh, du bist auch schön ruhig draußen, ne? So, jetzt Feierabend mit Musik. Nee. Aus dem Haus? Aus dem Haus! So sieht das aus. Ja, mehr brauchen wir jetzt nicht. Ich muss euch einfach mal zeigen, wie das aussieht, wenn man hier reinkommt. Was für eine Aura der See einfach hat. Wahnsinn, oder? Roach. Petri Maus. Das ist mein. Da beißt es auf jeden Fall gut an der Route. Oh. Oh. Roach. JJ Eigeninitiative. Ew. Mausi, bist du heute glücklich heute geworden? Ob ich glücklich geworden bin?
mega glücklich, hat alles geklappt, ne? Was hat denn geklappt? Ich hab mein Aal gefangen. Und das war das einzige Ziel, was wir hatten, ne? Tada! Das war das einzige wichtige Ziel, was wir hatten. Jo, geil. Das haben wir geschafft und das nach 5 Minuten quasi. Und jetzt lassen wir gerade hier schön unseren Abend ausklingen. Ja, wir haben gehofft, dass noch irgendwie ein schöner Karpfen oder so einsteigt oder vielleicht mal ein Aal hier. Aber irgendwie auch jetzt in der Dämmerung, wo die Köderfische aufhören, zeigt sich einfach nichts. Und ich sage euch eins, Freunde, das muss ich euch erzählen. Kruse, Bruder, falls du mitguckst, Kruse ist ein guter Freund von mir, mit dem war ich früher hier zusammen angeln. Und mit Christopher, Oltrop und Darius. Ich glaube, Oltrop und Darius waren hier rechts in der Ecke. Wir haben auf Aal geangelt und Tim und ich waren da hinten irgendwo an so einem Altarm. Wir haben auf Aal geangelt und wir waren auf der einen Seite, die auf der anderen, wie gesagt. Und mitten in der Nacht haben uns dann gegenseitig zugerufen. Ein Aal, dann das andere Team. Wir haben auch einen. Dann wir wieder. Wir auch einen. Und irgendwann, am Ende des Abends, waren Tim und ich irgendwie bei, ich glaube, 34 Aale. Ich meine, es waren wirklich 32 oder 34 Aale. Und da haben wir gedacht, dass dementsprechend Darius und Chris auch so viele Aale gefangen haben. Sind dann tatsächlich dann morgens dahin gelaufen und es war... Boah, ich hab Biss. Fünf Aale nur. Biss. Welche? Der ist Köderfisch. Welche ist das? Oh, ich hab sie. Boah. Ich hab ihn. Er ist noch dran, glaube ich. Ja. Boah, was ist das denn, Alter? Lass mal dran, beiß noch ein größerer. Ja, Freunde, das war auf jeden Fall die Story. Die hatten auf jeden Fall keine Aale im Eimer und wir 34. Wenn das nicht heftig ist, weiß ich auch nicht. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es uns wissen. Schreibt ein schönes Kommentar. Oh. JJ hört ein Geräusch, macht einen riesen Augen. Ich denke, was ist? Auf den Fisch gedreht. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Boah, eine Sache habe ich noch vergessen zu erzählen von der Story von gerade eben. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, Kruse, Chris und so. Ich hatte auf jeden Fall Grundangeln mit dabei und ohne Witz, jedes Mal, wenn ich die Grundangel reingeworfen habe damals, das ist bestimmt schon über 15 Jahre her, haben wir immer direkt Bisse gekriegt. Und Tim und ich haben uns immer gefragt, was ist das? Weil die wirklich instant immer Biss. Und zu dieser Zeit, vor 15 Jahren ungefähr oder vielleicht sogar noch länger, da wussten wir noch gar nicht, dass hier so ein heftiger Karpfenbestand ist. Heute, wo ich so viele Karpfen gefangen habe, weiß ich ganz genau, was da in der Nacht immer so geklingelt hat. Es waren auf jeden Fall Karpfen, Aale. Und da gibt's noch einen. Fledermäuse. So, bis zum nächsten Mal.